als ich sie eben kennenlernte, war sie 84. Ich war 22, war sie noch sehr auch neugierig. Sie hatte eine ganz große Neugierde auf die Menschen, auf das Leben und hatte auch, war immer sehr beglückt, weil manchmal ab und zu auch Studenten bei ihr geklingelt hatten und sie hat dann immer gesagt, ja, die können ruhig hochkommen und war immer sehr, für sie war es sehr wichtig, den Zugang auch zu jüngeren Generationen zu haben und somit, ja, war das eine erste schöne Begegnung und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, die bis zu ihrem Tode angedauert hat. Durch diese Ausstellung, die die Kuratorin gemeinsam mit der Künstlerin aufgebaut hat, als ich das erstmal durch diese Ausstellung gegangen bin, bin ich auch sofort von der Farbe inspiriert worden. Tatsächlich ist die Farbe das verbindende Element, was sich sofort emotional mitteilt, noch bevor man eigentlich intellektuell eingestiegen ist und für sich selbst klar gemacht hat, was wir hier eigentlich sehen, wie diese Serien sind und dergleichen. Aber ich will mal sagen, es ist ein hoher Attraktivitätsfaktor, der von Motiven ausgeht, die eine starke Intimität haben. Hallo, ich bin Anja Knüls, ich vertrete Jessica Backhaus mit dem Projektraum Knut Osper in Köln. Wir zeigen Jessica seit gut 4 Jahren, ist sie bei uns im Programm und über die gemeinsame Arbeit hat sich auch eine sehr schöne Freundschaft entwickelt zwischen uns. Und ich schätze Jessicas Werk, weil sie für mich die Malerin unter den Fotografen ist. Ich liebe die Stimmung, die Farben, die sie erzeugt und dieses persönliche, direkte Gefühl, was sie mit ihrer Arbeit erschaffen kann. Dieses Bild aus der Serie Jesus and the Cherries mag ich sehr, weil sie sowohl die Person wunderbar einfängt, dieses junge Mädchen, das Träumerische, das Verlorene, als auch das Malerische einer Landschaft zu vermitteln mag. Und Jessica ist für mich deswegen eine sehr große Fotografin, weil sie mit dem Herzen sieht, weil sie es auf ihre malerische und eigene Art und Weise löst. Natürlich dieses Konzept, eine klassische oder eine zeitgenössische Position gegenüberzustellen, gerade zu Idealen, typisch in dem Moment getroffen, wo sich zwei Künstlerinnen hier begegnen, die sich tatsächlich im Leben auch begegnet sind. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass Gisèle Freund ja nicht nur als Fotografin berühmt war, sondern auch einfach als kulturelle Figur ihrer Zeit. Sie war befreundet mit allen Geistesgrößen dieser Zeit, wenn sie in Paris lebte, Malern und Künstlern und Schriftstellern vor allen Dingen. Sie hat Kunst historisch und kunsttheoretisch geschrieben auch. Also ich stelle mir sie auch einfach als großartige Figur vor, als großartige Frauenfigur vor. Ja, sie ist auf alle Fälle eine ganz große Persönlichkeit gewesen und was mich eben sehr an ihr auch so inspiriert hat, war einfach ihre Neugierde für das Leben und auch ihr Mut. Wirklich, man kann sagen, eine sehr, sehr couragierte Frau, die nach ihren ganz eigenen Konventionen ihr Leben gelebt hat. Aber natürlich gab es wunderbare Momente und sie hatte auch noch so ein gutes Gedächtnis. Und ich kann mich noch erinnern, es war einmal, sie wollte immer gern spazieren gehen. Und wir sind dann immer spazieren gegangen. Und an einem Tag hat es geregnet und sie wollte aber überhaupt nicht nach Hause. Und dann hat sie gesagt, nein, wir nehmen jetzt den Regenschirm und setzen uns hier in den Park. Und dann haben wir uns in einen Park gesetzt, bei ihr um die Ecke. Im Regenschirm saßen wir da wie zwei Ladies. Und von ihrer Kindheit sprang sie dann, ja, zum Beispiel zu Frida Kahlo, mit der sie eine auch eine enge Freundschaft hatte.
und hat ihm erzählt. Und es war so kostbar, aber leider kann ich mich an gar nicht so vieles im Detail erinnern. Habe ich kennengelernt, als wir 12 waren, kam sie in unsere Klasse aus Cuxhaven oder aus Stuttgart wahrscheinlich damals. Ne? Und seitdem haben uns unsere Lebenswege überkreuzt, immer wieder in verschiedenen Städten, in Paris und in New York. Und jetzt sind wir alle wieder in Berlin und freuen uns, endlich mal alle Fotos von Jessie, alle Werke gesammelt hier sehen zu können. Und wunderschön. Es ist natürlich umso toller, einfach hier in solchen tollen Räumen so eine schöne Arbeit zu sehen von einer ganz alten, lieben, tollen Freundin. Und wir sind alle, glaube ich, ziemlich beeindruckt und einfach glücklich dabei zu sein und alle ganz stolz auf Jessie. Jessica Backhaus, erste große Museumsausstellung. Es sind hier etliche Werkgruppen zu sehen. Ich freue mich für Sie und für mich selbst als Ihren Verleger, dass wir heute zum ersten Mal in diesem Umfang Ihr Werk zu sehen bekommen. Ich begleite Jessica Backhaus seit, ich denke mal, an die 10 Jahre oder so und sehe jeden Schritt in der Vergangenheit, freue mich sehr, dass sie so weit gekommen ist und bin außerdem glücklich, wenn wir noch einige weitere Jahre zusammenarbeiten werden. From Italy for this exhibition, and this was a very important moment for Jessica and of course also for us. We hosted the first exhibition of Jessica Backhaus in Milan, Italy, and we discovered Jessica years ago through her books, and we immediately fell in love with her work. And then we met the person, and we fell in love with the person as well. And we think this is very clearly something that you very clearly see in her photographs, that you really can feel the heart of the artist through the photographs. And so we are very proud of having exhibited her work. And our favorite work by Jessica is One Day in November. And so this exhibition for us was particularly significant because it brings back together the work of Jessica Backhaus and Gisèle Freund. We are sure this will be the beginning of a new period of the artist life of Jessica Backhaus. Of course, she's well known already, she's a famous artist, but now she will be even more recognized as one of the most important contemporary photographers. Weil das auch für mich, ich muss dazu sagen, das ist abgesehen davon, dass es diese wirklich ganz emotionale Ebene auch für mich hat. Das ist so surreal, hier mit Gisèle auszustellen. Aber für mich ist es auch die erste größere Museumsausstellung in diesem Umfang. Somit ist es für mich auf dieser Ebene was ganz Besonderes, mal so viel Raum zu bekommen oder die Möglichkeit haben, diverse Serien zu zeigen, auch in diesem Umfang. Ich bin gekommen, weil also eine erste Museumsausstellung ist so wie, denke ich mir, in ein Leben einer Künstlerin, so wie für eine Filmmacherin, so wie ich, wirklich die erste große Premiere oder kann vielleicht, das erste Mal im Wettbewerb, für einen Musiker das erste Mal
Carnegie Hall, also es ist so das erste Mal, dass man die vergisst und da musste ich dabei sein. Ich finde die Ausstellung extrem gelungen, weil ich auch ganz viele Fotos nicht entdeckt habe, die ich nicht kannte. Und ich finde es wundervoll, auch Giselles Freunds Fotos zu sehen, so groß. Ich glaube, ich habe nur ganz wenig davon gesehen, mein Leben. Und so viele Fotos. Man sieht wirklich, es war Zeit für Jessica, so eine Museumsausstellung zu machen. Und ich bin ganz stolz auf sie. Wir sind hierher gekommen, weil wir Jessies Arbeit sehr schätzen und ich denke, sie ist eine der besten zeitgenössischen Fotografinnen der jüngeren Generation. Und interessanterweise habe ich sie eigentlich erst über ihr Werk kennengelernt und dann haben wir uns persönlich kennengelernt und eben auch sehr gut verstanden und sind mittlerweile gut befreundet. Aber die erste Begegnung war wirklich mit ihrem Werk und ich muss sagen, ich finde einfach die Art, wie sie mit der Farbe umgeht und die Art, wie sie eigentlich doch eher beiläufige Gegenstände inszeniert, mit dem Licht umgeht, finde ich einfach so auf eine Art ergreifend und emotional. Dass ich sagen muss, ich kenne kaum andere fotografische Positionen der Gegenwart, die das auch machen. Jessie seit 2010, noch nicht sehr lang. Wir haben in der Alfred-Erd-Stiftung eine Ausstellung gemacht, wo sie auch dabei gewesen ist, Blumen in der zeitgenössischen Fotografie. Das war das Gemälde, die Fotografie Orchids in Salzburg. Und ich habe erst die Fotografie von Jessie kennengelernt und sie dann dazu. Und es war so, die Erscheinung von Jessie war genauso, wie die Fotografie war. Ich habe sofort, als ich Jessie auch gesehen habe, genauso wie es bei der Fotografie vorher auch war, ein unheimlich warmes Gefühl gehabt zu den Fotos. Und das Gleiche war dann auch, als ich sie dann persönlich kennengelernt habe. Also ich habe gleich von Anfang an gedacht, große Arme aufmachen, Jessie in den Arm nehmen. Ich liebe ihre Fotografie, die eine wahnsinnige Wärme ausstrahlt, einen unglaublich tollen Blick hat auf alltägliche Dinge. Große Farbigkeit wie ein Meister beherrscht. Und das sieht man gerade in diesem Bild hier, das eines meiner Lieblingsbilder ist. Sie hat einen unglaublichen Sinn, poetischen Sinn für Komposition und ich bin bis heute nicht auf den Grund gekommen, was es ist, was auch die Zusammenstellungen so faszinierend macht. Sie hat immer noch ein Geheimnis dahinter. Eine ganz große Fotografin. Für mich eine der größten in Deutschland. Und ich bin Fotokuratorin.